Ja, willkommen zu einer neuen Folge hier bei Raw Future. 8 Jahre sind jetzt rum. Ihr habt es am Titel schon gelesen. Ich bin jetzt 8 Jahre vegan. Wir haben jetzt Ende 2019. Ja, seit Ende 2011 bin ich vegan. Und über 6 Jahre mache ich jetzt hier nun Videos auf YouTube mit Raw Future. Und da wollte ich euch einfach noch mal ein bisschen meinen Erfahrungen teilhaben lassen, ein bisschen erzählen, wie es mir so geht mit der veganen Ernährung nach 8 Jahren, ja, welche Mangelerscheinungen meinen Körper bereits schon aufgefressen und irreversibel vernichtet haben. Ja, Spaß beiseite. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich denke, das war die beste Entscheidung meines Lebens, zu entscheiden, dass ich mich von nun an nur rein pflanzlich ernähren werde. Und es ist ja nicht nur die Ernährung, es ist ja auch die Lebensweise. Ja, ich habe hier mal wieder ganz provokativ eine Lederjacke an, so wie in den meisten Videos, wo ich über meine vegane Ernährung oder Lebensweise spreche. Aber das ist eine Kunstlederjacke, ja. Das heißt, man kann auch schöne Kunstlederjacken finden, die eben nichts Tierisches beinhalten. Nochmal zu der Ernährung. Das ist ja auch immer so die Sache, dass viele Leute Angst haben, die sich noch nicht so viel mit der veganen Ernährung auseinandergesetzt haben, dass sie eben da einen Mangel bekommen könnten, wenn sie sich vegan ernähren, besonders auf längere Zeit. Ja, also der Mythos geht ja rum, man bekommt zu wenig Eiweiß bei der veganen Ernährung, zu wenig Eisen, Vitamin B12 und so weiter und so fort. Ja. Und da kann ich nur ganz ehrlich sagen, wir haben zwar jetzt fast Winter, ja, hier wächst nicht mehr so viel in Deutschland an Wildkräutern, aber man findet immer noch einige Wildkräuter, wenn man denn Ahnung hat oder sich damit beschäftigt. Ich habe ja auch ein Video gemacht, Wildkräuter im Winter. Und das Tolle an Wildkräutern, wenn man wirklich viel isst, jetzt zum Beispiel als Salat oder in Form eines Saftes, dass der Eisenbedarf eigentlich sehr gut gedeckt wird. Zum Beispiel durch die Brennnessel, die ja auch noch im Winter anzutreffen ist, durch Giersch. Also Eisen ist eine Sache, die wir durch die vegane Ernährung bekommen wir eigentlich überhaupt kein Problem. Erstmal durch die Wildkräuter, wie ich gerade gesagt habe, aber auch Leinsamen haben sehr viel Eiweiß. Sesam hat sehr viel Eiweiß. Ja? Also es gibt sehr viele Ölsaaten, es gibt sehr viele Kerne, die sehr viel Eisen beinhalten und eben auch Eiweiß. Ja? Also gerade, also was ich sehr viel esse, ist Braunhirse. Wie gesagt, Leinsamen, Nüsse, da sind gerade in Nüssen, Walnüssen, ist so viel Eiweiß drin. Und das ist eher, der Mythos ist eher andersrum, dass in unserer Welt propagiert wird, wir müssten ja so und so viel Eiweiß essen. Und das ist eigentlich totaler Quatsch. Wir brauchen nicht so viel Eiweiß, wie immer gesagt wird. Ja, ich kann das jetzt nach 8 Jahren, nach meiner Ernährungsumstellung wirklich sagen, dass ich mit 10%, ja 10% meiner Makronährstoffe, die ich mir täglich zuführe, höchstens ist Eiweiß und das reicht dicke, ja, um gesund zu sein. Ja. Nächstes Thema ist Vitamin B12. Haben ja viele Leute immer wieder Angst, dass dadurch durch die rein vegane Ernährungsform das Vitamin B12 nicht zureichend dem Körper zugeführt wird. Und da kann ich nur sagen, wir leben in einer Zeit, die Böden sind ausgelaugt. Ja. Eigentlich, was ist in einem natürlichen Boden, natürlicher Erde enthalten? B12 Mikroorganismen. Ja? Wir müssten eigentlich nur wieder viel mehr Wurzelgemüse, Wildkräuter und generell Pflanzen aus der Natur essen, die natürlich gewachsen sind, ungewaschen. Ja? Da ist immer ein bisschen Erde dran. Wir brauchen nur kleinste Menge Vitamin B12, um gesund zu sein. Da wir in einer viel zu reinlichen Welt leben, in der die Böden ausgelaugt sind. Und es betrifft nicht nur die Veganer, sondern auch die, die Fleisch essen bzw. die sich omnivor ernähren. Dadurch wird es sehr schwer, ausreichende Mengen an B12 zu sich zu nehmen. Und deswegen empfehle ich auch regelmäßig in meinen Videos supplementiert aktives B12. Ja, zum Beispiel in Form von Methylcobalamin. Ja, das verlinke ich euch auch auf meiner Seite und unter meinen Videos. Das heißt aktives B12. Und das empfehle ich nicht nur den Veganern, das empfehle ich allen Menschen in der heutigen Zeit, regelmäßig B12 zu sich zu nehmen. Ja, Vitamin D ist auch noch so ein Thema. Ja, jetzt haben wir ja zwar fast Winter und die Sonne scheint. Es ist schwierig im Winter ausreichend Vitamin D durch die Sonne aufzunehmen.
Das heißt, ich empfehle auch allen Leuten, nicht nur den Veganern, Vitamin D zu supplementieren. Ja. Es ist natürlich auch möglich über diverse Pilze, Pilzpulver. Da gibt es auch so Pilzflechten, Pulver und Tropfen. Also Vitamin D auch ganz natürlich zu sich zu nehmen. Es ist sogar auch ein bisschen Vitamin D in Avocados enthalten. Und es gibt auch ein paar vegane Lebensmittel. Aber es wird bei der veganen Ernährung schwierig, wenn man es nicht supplementiert, im Winter ausreichend Vitamin D zu tanken, sage ich mal. Ja. Das ist also noch ein Punkt, aber man kann das eben auch sehr natürlich supplementieren. Ja, das sind die Sachen, die mir einfallen, wo man ein bisschen drauf achten sollte, wenn man sich vegan ernährt. Ganz wichtig, wie gesagt, B12 auch bei Kindern, damit keine nachhaltigen Langzeitschäden auftreten, irreversible Schäden, Nervenschäden. Das kann eben passieren, also da sollte man drauf achten. Aber wenn man eine abwechslungsreiche Kost praktiziert, ja, das heißt abwechslungsreich essen, sehr viel Grün essen, sehr viel Rohkost essen, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Man muss sich natürlich ein bisschen damit befassen. Wie gesagt, achtet darauf, auf die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Achtet darauf, dass ihr viel Kalzium zu euch nehmt, zum Beispiel auch durch verschiedene Saaten, wie Leinsaat, auch durch viele Pflanzen, Gemüse, viel Frischkost, viel Rohkost. Ja, und da sind wir bei dem Punkt, ich bin in den 8 Jahren, ich glaube, ich bin einen Tag in den letzten 8 Jahren mal krank gewesen, habe ich mir ein Virus irgendwie eingefangen, bin aber am nächsten Tag wieder gesund gewesen. Ja. Und wenn ich mich da mal zurückerinnere, als ich noch jünger war, aber mich nicht so gesund ernährt habe, da ging es mir dann deutlich schlechter, ja, wenn ich dann mal irgendwie krank war. Das dauerte ein paar Tage länger, bis ich wieder gesund war. Also man kann sagen, in den 8 Jahren so gut wie gar nicht krank gewesen. Ja. Und die ganzen Wehwehchen, wenn ich überlege, Kopfschmerzen habe ich kaum noch. Ja. Ich habe keine Bauchschmerzen mehr, ich habe kein Sodbrennen mehr, zum Beispiel, weil ich früher ja Mineralwasser getrunken habe. Heutzutage trinke ich nur noch destilliertes Wasser oder frisch gepresste Säfte. Und ich kann es mir auch mal erlauben, mal einen Wein zu trinken oder auch mal ein Bier zu trinken. Und das setzt meinem Körper auch nicht negativ zu. Es ist halt, wie gesagt, wichtig, dass man einfach darauf achtet, dass man eine gesunde Lebenseinstellung hat, eine gesunde Ernährung, es nicht übertreibt mit den Giftstoffen, beziehungsweise versucht, die Giftstoffe so gut es geht zu vermeiden. Und das ist schwierig in der heutigen Zeit. Das hat nochmal ein extra Video verdient, wo wir überall konfrontiert werden mit Giftstoffen. Eine klare Lebenseinstellung und eine gesunde Beziehung zu sich selber. Ich empfehle ja auch den Leuten, wieder zu beten und wieder zu Gott zu finden. Und das ist natürlich auch nochmal ein extra Thema. Aber die rein pflanzliche Ernährung war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video nochmal ein paar Fragen beantworten und denjenigen Mut machen, die halt Angst haben vor einer rein pflanzlichen Ernährung. Ihr könnt mir natürlich auch weiterhin Fragen stellen, auch unter diesem Video. Und ihr könnt mir auch gerne eure Erfahrungen mitteilen. Ja, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit der rein veganen, mit der rein pflanzlichen Ernährung? Wo gab es bei euch Schwierigkeiten? Teilt sie einfach hier unter diesem Video. Würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilt und wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefallen hat. Ja, in Zukunft wird es hier auch weiterhin viele Videos geben rund um das Thema Selbstversorgung, rund um die Themen gesunde Ernährung, gesunde, rohköstliche, vegane Rezepte. Und ja, so weiter und so fort. Wer es noch nicht gemacht hat, also Kanal abonnieren, Daumen hoch, ich würde mich sehr freuen. Alles Gute, vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.